Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir befinden uns aktuell in der Vorweihnachtszeit. Die Weihnachtsfeiertage nahen wie auch das Ende des Jahres. Für die meisten Menschen ist der Dezember ein Monat, wo sie etwas von ihren normalen Ernährungsgewohnheiten abweichen. In der Vorweihnachtszeit gibt es auch mehr Weihnachtsgebäck wie Plätzchen oder Stollen. Und an Weihnachten und den Weihnachtsfeiertagen gibt es regional traditionell aufwendigere Gerichte wie auch zum Ende des Jahres. Ich ernähre mich ja schon seit vielen, vielen Jahren vegetarisch und vegan und für mich kamen dann schon vor langer Zeit diese traditionellen Gerichte zu Weihnachten oder auch zum Ende des Jahres nicht mehr in Frage. Ich habe in den ersten Jahren auch erstmal nur die Beilagen gegessen, dann habe ich selber versucht, vegetarisch oder vegan dann etwas aufwendigere, festliche Gerichte nachzukreieren sozusagen, und in meinen Rohkostzeiten habe ich es mir ganz einfach gemacht, da habe ich mir einfach reife Früchte bestellt. Das war dann für mich ein besonderer Luxus zu Weihnachten. Ich ernähre mich ja mittlerweile seit vielen Jahren rein pflanzlich und da hat in den letzten Jahren meine Experimentierfreude an Weihnachten, was festlichere pflanzliche Gerichte angeht, stark nachgelassen. Was ich allerdings liebe, in Gemeinschaften mit Freunden ein schönes, buntes Buffet zu kreieren mit einem hohen Rohkostanteil. Das ist ein Bestandteil meines Weihnachtsmenüs und der zweite Bestandteil ist, dass ich mir den Luxus gönne, wirklich reife Früchte zu bestellen, also auch eine Monomahlzeit an reifen Früchten genießen zu können. Das mache ich schon seit vielen Jahren an Weihnachten. Und bevor ich euch zeige, wo ich meine reifen Früchte bestelle und was ich da zum Beispiel bestelle, kommen jetzt noch ein paar Impressionen für euch von unseren gemeinschaftlichen pflanzlichen Buffets mit einem hohen Rohkostanteil. Weiter geht's mit den reifen Früchten. Seit einigen Jahren bestelle ich ca. ein bis zweimal im Monat bei Jurassic Fruit. Bei Jurassic Fruit kann man nicht nur reife Früchte bestellen, sondern zum Beispiel auch sehr gute Avocados oder Nüsse und Trockenfrüchte in Rohkostqualität. Auch Bärlauch, Pesto, Öle in Rohkostqualität. Schaut unbedingt mal im Shop von Jurassic Fruit vorbei. Vielleicht möchtet ihr jetzt auch zu Weihnachten euch reife Früchte bestellen. Da kann ich euch auf alle Fälle Jurassic Fruit empfehlen. Bis zum 14.12. 20 Uhr könnt ihr noch für die Weihnachtszeit bei Jurassic Fruit bestellen. Kürzlich kam wieder eine Lieferung von Jurassic Fruit und ich nehme euch hier im Video mit und zeige, was diesmal in unserem Paket war. Diese Lieferung besteht aus zwei Paketen. Es wird, wenn möglich, immer mit Papier verpackt. Im ersten Paket seht ihr Avocados, Granatäpfel, Chirimoyas und Datteln. Im zweiten Paket eine Ananas, Drachenfrüchte, eine Papaya, Bärlauchpesto und ein Kilo Jackfrucht. Avocados, Chirimoya und Papaya gehören zu den nachreifenden Früchten, zu den klimakterischen Früchten, wie zum Beispiel auch die Mango. Diese Früchte können nachreifen und werden dann nach und nach weich. Wenn ich bei Jurassic Fruit Avocados bestelle, dann meistens die Sorte Hass oder Fuerte. Das ist die Avocadosorte Fuerte. Das ist ein Kilo Jackfrucht, das bestelle ich meistens für meinen 18-jährigen Sohn. Er liebt die Jackfrucht, eine exotische Frucht aus dem asiatischen Raum. Ich habe sie schon vor vielen Jahren in Tansania gegessen. Reife Jackfrucht erinnert ein bisschen an den Geschmack von Gummibärchen. Das war ein kleiner Einblick in unsere Jurassic Fruit Lieferung. Wenn euch das Angebot von Jurassic Fruit interessiert, dann schaut gern bei Jurassic Fruit vorbei. Ihr findet den Link zu Jurassic Fruit entweder unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wie gesagt, wenn ihr noch zur Weihnachtszeit bestellen möchtet, dann bis zum 14.12. 20 Uhr. Die Infos schreibe ich aber alle noch unter dieses Video. Ihr Lieben, wir sind am Ende des Videos angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentiert gern unter dem
Video, was bei euch an den Weihnachtsfeiertagen auf dem Tisch stehen wird. Werdet ihr euch eher traditionell ernähren oder gibt es auf eurem Tisch eine vegetarische, vegane oder sogar rohköstliche Alternative? Ich wünsche euch eine gute, harmonische Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.